Insert. Der. So, dann kriegt der Priorität 1 zugeschrieben. Der kriegt Priorität 1 zugeschrieben. Du kriegst aber seine Backen hier. Priorität 1. Mit die Prioritätenanordnung dafür haben. Ich muss ihn, glaube ich, nochmal unten sitzen. Ich mache das gleiche wieder drüben. Dass es genauso aussieht. Schauen wir mal als erstes. Den Weizen, okay. Den Weizen. Zack, jetzt wollen wir noch den anderen. Der ist das. Insert. Nope. Boah, jetzt aber hier die Prioritäten wieder umändern. Insert den Priorität. Manchmal hasse ich das, wenn ich das ganze Werkzeug immer umwechseln muss, dass es nicht ein Werkzeug für alles gibt. Aber so ist es nun mal. So, das wird disabled. Das heißt im Endeffekt, alles, was jetzt hier noch reinkommt, bleibt da. Der so. Stimmt nicht. Ich will ja noch den davor hängen. Zack. Honigtropfen. Ich glaube, wenn ihr der voll macht, schickt er den Rest nach hinten hin. Dann kriege ich hier noch welche rein. Oder meint er es erst hier hinten zu sagen, okay, ich fülle es dich auf. Ja, ich glaube, das macht er aber als erstes. Das heißt, wir machen hier auch Priorität 1 rein. Und da hinten eine 2 rein. Ich weiß gar nicht, ob jetzt 1 höher ist als 2 oder 2 höher in dem Fall ist als 1. Schauen wir. Kommt jetzt gerade keine rein. Kommen hier welche rein? Muss ich abwarten, ne? Was ist höher gestrickt? Noch der. Das heißt, dann bekommt die Steuerung hier 1. Ah, dieses Umdenken manchmal. Und hier 2. Füllt er jetzt hier rein? Aber Verbindung habe ich doch dahin, ne? Ne, habe ich gar nicht. Die ist unterbrochen. So, jetzt kommen sie rein. Wenn die voll sind und der Tank voll ist, dann ist das alles in Ordnung. Öl ist... Nö, aber die füllen sich, glaube ich, unten auch. Dass ich im nächsten Sinne mal gucken kann, wie ich das mit den Zeug hier mache. Schaut euch das an. Läuft das rein? Na, hier fehlt auch noch was. Zack. Ich hasse das Spiel. Extract all is active. Durch Insert, jetzt füllt sich Honey auch hier. Oh, das sieht gut aus, das ganz gelbe. Schwarzöl. Honig müsste gleich auftauchen, ne?
ungefähr, vielleicht bei dem Strich oder so. Aber 32.000, super. Kaufen wir lange mit aus. Jetzt brauchen wir noch ein Schild. Und dann könnt ihr eigentlich erstmal die Folge beenden. Mal alles laufen lassen, ob alles funktioniert und weiterläuft. So läuft es ja erstmal. Schild. Dann sagen wir, dass da Honig drin ist. Honig. Damit ich mir die Bahnstrecken oder ausdenken kann, was ich damit alles mitmache. Wir könnten hier sagen, komm, wir bauen hier eine Raffinerie auf und schicken dann nur das Benzin rüber. Oder benutzen das Benzin hier, um Strom herzustellen. Muss ich noch alles gucken, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht verraten, weil ich noch nicht weiß, wie ich das wirklich mache. Es kann passieren, dass hier ein kleiner Benzintank hinkommt, der auffüllt, Benzin und Strom, beziehungsweise Strom erstellt. Und wir dann damit arbeiten können. Ich glaube, ich muss gucken, ob es jetzt über diesen Liquid Boiler geht. Oder sich nachher um den irgendwas anderes handelt. Das weiß man ja nie. In seinem Plan, den man noch hat. Sonst schauen wir gleich mal, was wir so an Maschinen bauen könnten dafür. Gibt es ja schon Optionen, die man vorab sehen kann. Aber erstmal, dass wir absehen können, ist erstmal das hier zumachen. Dann schwitzen wir noch schnell zum ME-System und schauen, was wir hier noch bauen können. Als Stromquelle. Baubeutel kommt jetzt direkt hier rein. Deep Storages. Die gar nicht Unfug anfangen. Ja, die drei sind wirklich komplett schon angeschlossen. Das ist optimal. Besser kann sie laufen. Füllt er noch da irgendwas? Und kommt er denn schon wieder da mit hin? Ach, stimmt, ja, weil ich die abgebaut hatte. Der wohl eventuell in dem Zeitpunkt dann irgendwas hier hatte. So, lassen wir erstmal so. Zur Not mache ich dann einen Block rein, wenn ich fertig damit bin. Derzeit bin ich ja noch nicht fertig damit. Was sagt der? Der hat jetzt noch keine drinne. Dann wir stauen die sich hier vorne. Bestimmt, wir brauchen ja noch einen. So ein Teil. So, oh, der müsste jetzt da hinten ankommen. New. Jawohl. Okay, ab zum ME. Gucken, wo wir mit Benzin herstellen können, ölmäßig. Vielleicht gibt es noch einen. Was war das denn für ein Motor? Engine. Es gibt ja Engines, die das auch übernehmen können. Was haben wir denn? Nee, Stirling. Ich glaube. Nee, Biogas. Ich glaube, die Stirling ist es, oder die. Die kommt. Ich kann eine bauen. Noch mal eine bauen oder für die Zahnräder. Was war denn da für ein rotes Ding noch? Ah, das ist die Kreativ-Engine. Eins, zwei. Schauen wir mal. Stromübertragung. Du hättest zur Option Öl und Wasser, ne? Stimmt das? So, uns mal einmal Öl besorgen und dann einmal Wasser bucket. Eins, zwei. Das machen wir eben noch. Dann können wir gucken, ob wir damit Strom erstellen und dann vielleicht uns ein bisschen Öl ab. Zwacken von der ganzen Sache. Jetzt schauen wir, wie die Produktion läuft. Ja, der verliert jetzt einiges. Der kommt nicht ganz hinterher. Aber ist nicht schlimm. Macht wirklich nichts aus. Das soll ja eigentlich Sinn der Sache sein, dass eigentlich da immer was wegging. Jetzt. Und Öl aus dem Keller. Wenn das dann läuft, würde ich mich riesig freuen. Ja, Bio-Ethanol kann man. Wir probieren erstmal Öl. Erstmal einmal Öl mit. Beziehungsweise Öl, Benzin.
es mit der funktioniert. Wenn ja, optimale Sache. Okay. Das läuft, da muss halt eine unendliche Ölquelle dahin. Ach, eine Wasserquelle und dann kann das eigentlich auch laufen. Gut, da wird jetzt nicht mehr gefilzt. Aber das werde ich vorbereiten, laufen lassen und schon mal anschließen. Das ist jetzt nicht so wild. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also, das Bienenhaus, Maschinen werden noch weitergemacht. Zusätzlich die Bahnstrecke, weil ich mich da jetzt drum kümmern werde, wie die funktionieren. Weil dann ja eventuell schon die ganzen Tanks voll sind. Und ich dann die Abtransportation mache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn die U-Bahn steht. Oder zumindest ein Teil der U-Bahn. Und die Stirling-Maschinen. Und dann sehen wir weiter, was wir mit dem Bienenhaus weitermachen können. Und deren Maschinen im Keller. Und wenn es euch gefallen hat, lasst die Bewertung da. Bis dahin, euer Flash da. Und tschüss.